Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Kena Bridge of Spirits. Wir sind immer noch in bei Taros Baum unterwegs und hatten hier diese Blume beim letzten Mal noch gefunden. Da wollen wir doch mal gucken, wo es da hingeht. Oh, ein bisschen höher, liebe Kena. So. Was haben wir denn hier? Ist das noch Taros Baum, wo ich bin? Ja. Okay. Eine Kiste, vielleicht mit einem neuen Hut wieder. Ja, Schmetterlinge. Ja, Schmetterlinge. Okay, sonst ist hier aber nichts, ne? Nee. So. Ja, uns fehlen ja hier jetzt gar nicht mehr viele Sachen. Den Hut haben wir jetzt gefunden. Da fehlt noch ein Rod. Mal gucken, ob ich den noch finde irgendwo. Schön wär's ja. Hier war offenbar mal eine Brücke oder sowas. Ja, mal schauen. Vielleicht finde ich den ja noch. So. Da sind noch ein paar Früchte. So. Was haben wir denn hier im Wasser? Also ich merke hier schon wieder das Gebupper. Das heißt, hier ist irgendwo ein Rod wahrscheinlich. Die Frage der Fragen ist nur wo. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Da ist eine Kiste. Okay, da sind aber nur Kristalle drin. Wobei, ich glaube, das Vibrieren gerade, das war nur, weil ich geschwommen bin. Ich guck mich hier trotzdem nochmal genauer um. Vielleicht können wir ja dann das Gebiet um Taros Baum schon direkt abschließen. Das wäre ja auch nicht schlecht. So. Da haben wir noch Früchte. So, jetzt ist das Gebubbel aber weg. Jetzt merke ich gerade nichts mehr. Hier sind wir wieder in der Mitte. Da oben geht es ja dann in das nächste Gebiet. Wo könnte denn hier noch ein Rod versteckt sein? Vielleicht hier hinten? Nee, hier waren wir ja auch schon drin. Da ist auf jeden Fall noch was. Hier vibriert es jetzt wieder ganz anders. Ach so, weil die Tür da aufgeht. Ja klar. Wartet mal, hier oben vielleicht irgendwo. Das habe ich, glaube ich, schon abgeschossen, oder? Ja. Da ist der Hutladen. Können wir eigentlich gleich mal die Hüte kaufen, die wir jetzt noch bekommen haben. Den nämlich. Und den. Den. Und den. Den natürlich. Und das war's. So. Haben wir denn noch ganz schön viele ohne Hut? Aber naja, ist ja egal. So. Nee, hier war das dann auch nicht. Achso, warte mal. War das jetzt eigentlich hier, wo ich nicht hochkam irgendwann mal? Oder war das die andere Stelle, wo ich vorher gesagt habe? Nee, war schon hier, ne? Ja, hier war das, wo der Taro gestorben ist. Hier hinten waren, glaube ich, noch Sachen, wo wir gucken konnten.
Da war die Meditationsstelle, ja. Moment. Jetzt will ich mal hier nochmal durchgucken. Da hinten ist noch was zum Freilegen. Ah, und da sind wir reingefallen, genau. Da sind wir reingefallen. Hier ist noch was zum Freilegen. Hier bräuchte ich noch mal meinen kleinen Freund. Wie kriege ich den hier hin? Das ist jetzt die Frage. Irgendwer schreibt mir hier die ganze Zeit Nachrichten gerade. So, wartet mal. Ja, wie kriege ich den jetzt da hoch? Augenblick. Kann ich hier hinten rum irgendwie? Ach so, da vorne ist auch noch eine Blume. Moment, dann nehmen wir doch eher die. Hier sind erstmal noch Früchte. Ah ja, genau. So. Wartet mal, hier war nix, oder? Kurz mal gucken. Ah doch. Habe ich den Rod schon geholt? Nee, habe ich nicht. Gut. In welchem Gebiet sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder im Vergessenen Wald. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal alle Rods gefunden. Da fehlt noch ein Hut, ein Schrein, da weiß ich, wo er ist, und die Geisterpost. Immer noch. Na, wir finden das schon noch. So. Gehen wir da lang. Ich hole mir noch mal. Ich wollte nur gern alles wegmachen. Ja, hier war ja, genau, hier war die Höhle. Da falle ich nachher auch noch mal kurz durch, um zu gucken, ob da noch was ist. So. Gut. Fein, fein. Damit haben wir alle Blumenschreine. Genau, fehlt noch ein Hut, eine Geisterpost. Ich weiß echt nicht, wo das sein soll. Echt hier so den. Aber nee, das ist ja das hier, wo wir hingehüpft sind. Hier ist dieser Meditationsplatz. Ah, beim Wasserschrein. Ich habe mir doch hier echt alles angeguckt. Okay, ich will noch mal hier runter und gucken, ob in der Höhle noch irgendwas war. Jetzt müsste ja das ganze Gefissel weg sein. Aber hier gibt es auch nichts mehr. Vielleicht ist hier noch eine Kiste mit einem Hut gewesen wäre, wisst ihr? Aber nee. Leider nicht. Da ist auch nichts. Okay. Wie ging hier nochmal die Tür auf? Ach so. So geht das. Die Kiste da in der Ecke, die haben wir geholt. Hier ist ja aber sonst keine mehr. Nein. Die leuchtet einfach nur so. Gut, okay. Wo könnte denn hier noch was sein? Also, ja. Es kann eigentlich. Es muss ja in der Nähe vom Wasserschrein sein, weil es ja auch so an dem Briefkasten dran steht, ne, Leute?
Es ist ja quasi gar nicht anders möglich. Da war auch nichts mehr. Hier oben hatten wir uns ja nicht gut umgucken können, weil wir hier die Steine aktivieren mussten. Aber ich glaube, hier war auch nichts weiter. Es ging hier einfach nur linear durch den Wald und das war's. Was sind wir denn in welchem Gebiet? Sind wir wieder immer noch im vergessenen Wald? Fehlt aber immer noch ein Hut. Ein Hut, ein Hut. Da haben wir die Kiste aufgemacht. Jo. Ah. Ach so, das ist nur eine Blume zum Hoch. Dingsen dann, genau. Hier ist keine Kiste, nein. Und sonst sehe ich jetzt gerade auch erstmal nichts mehr. Hoppala. Immer noch vergessener Wald. Ich gucke nur immer noch mal, damit ich auch wirklich noch in dem Gebiet bin und nicht schon wieder bei Taros Baum. Wo bin ich jetzt? Nee, das ist ja nicht der Wasserschrein. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich wieder am Wasserschrein, aber nein, bin ich nicht. Da ist noch was. Ich denke mal, diese ganzen Lampen, die haben wir doch schon längst mal abgeschossen, aber irgendwie finde ich trotzdem immer noch mal eine. Den haben wir schon geholt, den Topf. Ich könnte mir vorstellen, dass der letzte Hut auch da ist, wo die letzte Geisterpost ist. Man muss sie halt erstmal nur finden. So, den Rod haben wir geholt. Hier oben sind wir auch überall gewesen. Ich würde trotzdem noch mal nach oben gehen, einfach um sicher zu gehen, dass ich da oben nichts vergessen habe. Habe ich das hier schon abgeschossen? Ja, da glitzert nichts mehr. Hier drin sind wir auch gewesen. Das war, wo wir da die Box mit dem Essen gefunden haben, ne? Ja. Ich frage mich immer noch, wo man herkommen muss, um von diesem Baum darunter zu rutschen beim Wasserschrein. Das will mir noch nicht so richtig eingehen. Wisst ihr, wo ich meine? So, da hinten haben wir uns jetzt gründlich umgesehen. Hier, dieser Baum. Wo muss ich herkommen, um hier runter zu rutschen? Weil wahrscheinlich ist das das Rätsels Lösung. Wartet mal. Von da drüben vielleicht. Irgendwo. Lasst mich mal hier nochmal hochgehen. Also hier war ja nichts mehr, ne? Nee. Kann ich jetzt hier irgendwo hoch? Da nach oben würde ich gern wollen, aber ich kann diese Blume da nicht anschießen. Da muss ich. Hier ist eine Blume. Wartet mal, kann ich. Von wo aus kann ich denn diese Blume aktivieren? Nein, jetzt mal im Ernst. Von wo aus kann ich diese Blume aktivieren? Da ist auch noch eine Blume. Lol. Jetzt sehe ich hier die ganze Zeit Blumen. Wo kommen denn diese ganzen Blumen auf einmal her? Da. Aha, jetzt haben wir vielleicht. So. Da war ich nämlich noch nicht. Guckt mal. Was haben wir denn da? Eine Geisterpost. Na, sieh mal einer an. Sehr schön. Das wird so wohl gewesen sein. Und da ist bestimmt der letzte Hut, oder? Nee. Nee. Wo haben wir nur den letzten Hut noch nicht gefunden? Und hier haben wir die Rutschbahn. So. Dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch eine Kiste mit einem Hut. Wo könnte die denn noch sein? Vielleicht doch irgendwo da oben. Da will ich jetzt auf jeden Fall nochmal hin, um zu gucken, ob ich da irgendwas vergessen habe. Wo ging es denn hier nach oben? Das war da, wo diese Zahnräder waren, glaube ich. Da war es auf jeden Fall nicht, glaube ich, oder? Wartet mal. War es doch dort? Nein, du sollst da hoch, Kina, bitte.
So. Nee, da drüben war nur eine Kiste. Wie kam ich noch mal da nach oben? Irgendwo, wo... Ja, da drüben, wo diese Zahnräder stehen. Da ging es, glaube ich, hoch. Oder was? Nee, hä? Wo war denn hier der Weg nach oben? Ich weiß es nicht mehr. Da ist eine Blume. So. Gucke ich mich hier nochmal genauer um. Da noch was ist, was ich vergessen habe. Das da zum Beispiel habe ich abgeschossen, oder? Ja. So. Hier drüben. Da ist eine Blume, aber da komme ich von hier aus nicht hin. Drüben bin ich gewesen, das bin ich mir sicher. So. Dieser Fahrstuhl da hinten, der kommt mir halt überhaupt nicht bekannt vor, muss ich ehrlich sagen, gerade. Da ist noch eine Frucht. Ach, die ist uns damals runtergefallen, ne? So. Da drüben nämlich. Bin ich da gewesen? Oder bin ich irgendwie gleich hier weitergegangen? Muss da eigentlich gewesen sein. Es gibt keinen anderen Weg weiter. So, hier entlang. Da ist ein Fahrstuhl. Ja. Da unten war nichts mehr. Ja, doch, den Fahrstuhl muss ich benutzt haben. Es geht gar nicht anders. War ich denn dort? Ach doch, das ist da, wo wir von oben runtergekommen sind mit dem, wo der Tropfen verbuggt war. Warte mal, bin ich... Von da bin ich jetzt eben darüber, ne? Ja. Hab gerade kurz überlegt. Hier ist auch nichts. Nein. So. Da drüben war ich eigentlich auch überall. War ich da denn überall? Dann gucke ich da noch mal. Hier war eine Blume zum Heilen, ja. Aber keine Kiste. Keine Kiste, wo ich irgendwie noch einen Rod finden könnte. Da unten. Da ist auch keine Kiste mehr. Ja, hier war das mit diesem Tropfen, den wir erstmal ewig leiten mussten, bevor der sich bewegt hat. Hier ist auch keine Kiste mehr. Es muss irgendwo noch eine Kiste geben, die ich nicht aufgemacht habe und ich weiß nicht wo. Hier bin ich ja auch gewesen, das weiß ich. Da war der Rod, genau. Und sonst nichts weiter. Pff, keine Ahnung, Leute. Da ist nichts. Hier ist auch nichts, nee. Tja, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Wenn nicht, lassen wir die halt erstmal. Gut, dann suche ich mir jetzt mal einen Teleporter und dann gehen wir jetzt ins Dorf zurück, würde ich sagen. Und ja, überall noch so ein paar Sachen, die uns fehlen. Das finde ich schon alles noch irgendwann. Und wenn es halt ganz am Ende ist, ist jetzt ja nur ein Hut, der uns fehlt, ne? Ja, ein Hut. Mein Gott. Kann ich irgendwo eine Kiste? Ihr habt sie bestimmt wahrscheinlich schon gesehen. Ich bin wahrscheinlich wieder einfach dran vorbeigelatscht. Könnte ich mir gut vorstellen. Naja, gut. Ich guck mal, wo hier der nächste Teleporter ist. Ach, da ist er schon. Sehr schön. Dann auf zum Dorf. Ja, fehlt uns hier beim vergessenen Wald halt noch ein Rod und bei. Ja, hier noch ein Rod. Hier oben fehlt uns noch ein bisschen was. Naja, naja, naja. Okay, gut. Dann hier runter, bitte. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Geisterpost wieder. Das müsste jetzt die hier unten sein, ne? Hier ist übrigens auch so ein Laubhaufen wieder, fällt mir gerade auf. Diese ist das gewesen. Dann haben wir tatsächlich die vom Wasserschrein gefunden. Sehr schön. Damit legt uns jetzt das ganze Haus hier frei, hoffe ich doch mal. Gehen wir mal rein. Die Blume dazu war hier hinten, ja. Wusch. Schön. Alle Leute in diesem Dorf sind gestorben. Mein Gott, wie traurig. Ist denn aber Kena ganz allein auf der Welt? Das kann doch auch nicht sein. Es muss doch auch noch lebendige Menschen geben. Aha, da ist die Blume, die wir übrigens brauchen. Ja. Ich möchte aber erstmal kurz mich hier in diesem Haus umsehen. So. Ach, guck mal hier. Jetzt sind hier überall Geister zu sehen. Okay. Da ist eine Schublade. Und da ist ein Rod. So. Ah, da ist noch eine Kiste. Gut, sonst ist hier aber, glaube ich, in dem Haus auch nichts weiter. Nee. Dann hole ich mir mal den, oder mache ich mir mal den Schrein frei. Muss ich hier mit dem kleinen Frickel um die Ecke laufen? Klein vor allem. So klein ist er gar nicht mehr, ne? Also diese Hörner, bin ich mir sicher, die hat er vorher nicht gehabt. Boah, Stufe 3. Aber ich mag mich auch irren, keine Ahnung. So. Sehr schön. Das wäre das. Hier fehlt noch jede Menge Zeug. Ich will diesen Laubhaufen mal noch aufmachen. Mal gucken, ob da was drunter ist. Deswegen hole ich mir gerade noch mal Klaus mit Günther. So nenne ich ihn jetzt einfach. So. Aber kann ich mit dem da hinten das auch wegmachen? Da fällt mir gerade auf, dass da ja auch noch was ist. Hier. Hole ich mal. So. Ja, da ist ein Topf auf jeden Fall drunter. Mit Früchten. Naja, gut. So. Gibt es bei dem Haus noch was, was wir machen konnten? Also rein kommen wir hier nirgendwo.
Ja, kann ich zum Beispiel das da aufmachen vielleicht? Oder gehört das hier zu diesem Haus dazu? Das probiere ich jetzt auch mal. Und hier hinten halt, ne? Da geht es ja auch noch weiter, ist die Frage. Das wird aber. Nee, das ist eine Tür, die wir aufmachen müssen. Da fehlt uns auch die Post. Moment, was steht hier dran? Unsere Vorräte gehen zur Neige. Ich hoffe, wir haben genug im Lagerhaus. Ich muss unbedingt nachschauen. Im Lagerhaus? Haben wir hier schon alle Geisterpost gefunden? Nee. Also im Lagerhaus muss es eine Geisterpost geben. Wo ist denn das Lagerhaus? Ist die Frage. Oh. Oh. Das sind auf einmal alles her. War ich hier noch gar nicht drin? Und wenn ja, warum? Nicht. Zu welchem Haus hat es denn gehört? Zu dem hier. Warum bin ich da nicht reingegangen? Sehr merkwürdig. Lagerhaus. Das ist kein Lagerhaus, oder? Nee. Habe ich noch eine Geisterpost gefunden gehabt? Nein. Ah. Ist das hier ein Lagerhaus? Nee, auch nicht. Nun ja, wir werden schon noch alles finden. Jetzt gehen wir erstmal hier hinter und gucken, was mit Taro weiter vor sich geht. Muss ich mit dir reden? Taro rests with his siblings now. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. But the bond still remains. The path of a spirit guide is a lonely one. Offensichtlich. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. Okay, jetzt kriegen wir die nächste Maske. Adiras Maske. Suche nach der Holzschmiedin auf den Feldern hinter dem Lagerhaus. Hinter dem Lagerhaus. Okay, dann wissen wir nämlich auch, wo das Lagerhaus ist, wenn wir jetzt da lang gehen. Ist das hier? Ja, dann scheint irgendwie das hier das Lagerhaus zu sein. Das oder das da. Oder das Lagerhaus ist dann erst in dem nächsten Gebiet und wir sollen ja die Felder hinter dem Lagerhaus durchsuchen. Das da sieht doch aus wie ein Lagerhaus. Gott, wie groß das Dorf eigentlich auch ist, ne? Wir haben ja noch nicht mal alles gesehen davon. Okay, jetzt ist hier offen. Sehr gut. Hier lang geht's. Ah, jetzt ist hier das auch wieder sauber. Ist es jetzt da oben auch wieder sauber? Ich weiß nicht. Wartet mal. Ich will mal ganz kurz was nachgucken. Ist denn das Wasser hier jetzt auch wieder sauber? Ja. Ja. Vielleicht kann ich jetzt hier hinten die Brücke runterlassen. Wartet mal. Er ist definitiv auch ein Geist. Auf jeden Fall. Wo war denn nochmal diese Brücke? Hier war doch irgendwo so eine Brücke. Da auf jeden Fall nicht. Ah, hier unten ist jetzt aber auch alles wieder sauber. Wartet mal. Ja, jetzt kann ich mir hier die Kiste holen. So. Da
Damit kann ich immer noch nichts machen, oder? Nein. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war es erstmal wieder für heute, denn die Zeit ist leider schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Kena Bridge of Spirits. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!